Bis später. Ja, wir wollen jetzt miteinander diskutieren hier auf dem Panel im Talk. Vorbild, vorbildliche Haltung, das ist die Frage, die wir jetzt beantworten wollen oder zumindest mal stellen wollen. Wir wollen über soziale Ungleichheit sprechen, über Leistungsbereitschaft, Vorbilder und darüber, ob Bildung eine Haltungsfrage ist. Was bekommen Jugendliche von Erwachsenen vermittelt, vor allem von Lehrkräften, von Eltern, von ihren Vorbildern? Welche Rolle spielt die Gesellschaft, in der wir leben? Und wie wirkt sich all das auf ihre Anstrengungsbereitschaft aus? Als GesprächspartnerInnen begrüße ich Marco Maurer, Autor, Reporter und Journalist aus Hamburg. Hallo Marco. Ich begrüße Sebastian Schmidt, Lehrer an der Inge-Eicher-Scholl-Realschule in Neu-Ulm. Hallo Sebastian. Hallo Jan. Und ich begrüße Chang Schwenke-Lahm, Geschäftsführerin von Schoschsteck in Hamburg. Und was das ist, erfahren wir auch gleich. Bevor wir loslegen, nochmal die Einladung auch an Sie im Publikum. Diskutieren Sie gerne über den Chat mit. Und dabei hilft mir heute der Matthias Bunk von Bildung und Begabung. Weil wir so viele sind, achtet er dabei, was Sie in den Chat schreiben, was Sie beitragen und bringt das nachher dann in die Diskussion mit ein. Ja, Marco, ich würde gern mit dir anfangen. Du bist freiberuflicher Autor, Journalist. Du arbeitest für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, den Stern, für den Bayerischen Rundfunk. Du warst Redakteur, Reporter für Neon. Danach hast du die journalistische Abteilung des Neo-Magazin Royals von Jan Böhmermann geleitet. Also klingt eigentlich schon wie so eine ganze Karriere. Du bist aber auch ehemaliger Molkereifachmann. Du hast nach der Lehre das Abitur nachgeholt, studiert, warst an der Deutschen Journalistenschule und hast dann 2015 ein Buch geschrieben. Du bleibst, was du bist. Und über dieses Buch würde ich gerne zum Einstieg mit dir reden. Ist das eigentlich ein hartes Urteil, wenn man jemandem sagt, du bleibst, was du bist, oder ist das ein Versprechen? Also erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung und dann auf die Frage gezielt. Ein Versprechen ist es nicht, weil Versprechen klingt ja positiv. Ich bin auch kein Fan von, ich war noch nie Fan dieses Titels, kann ich jetzt sagen, ich bin jetzt mittlerweile beim anderen Verlag, früher habe ich mich geziert darüber, das zu sagen, du bleibst, was du bist. Ich finde es einen furchtbaren Titel, ich finde es auch in ehrlicherweise einen also auch wenn ein Lehrer, eine Lehrerin, wer auch immer das sagt, das finde ich nicht positiv. Der Arbeitstitel des Buches war mal Mein ungerechtes Land, weil ich gesagt habe, wir leben in einem Land, das chancenungerecht ist, sozial, aber auch anderweitig. Und deswegen, nein, ich mag, das ist was sehr Verharrendes sozusagen. Mir geht es ja darum zu sagen, dass es eine Änderung geben kann, einerseits. Andererseits, dass man auch sagt, wir haben jetzt gerade schon Nachteile, bevor wir ins Gesicht fassen oder so weiter gehört. Es gibt aber auch Vorteile, die gewisse Milieus mitbringen. Und mir geht es eigentlich auch eher, apropos Begabung, dann da einen Schwerpunkt auf diese Dinge zu legen. Was machen diese Menschen mit anderen Hintergründen anders, besser und bringt uns als Gesellschaft, als Klasse, als Schule, als Unternehmen weiter? Das ist ein Thema, was du als Journalist weiterverfolgst. Wie bist du darauf gekommen, auf dieses Thema? Durch deine persönliche Erfahrung? Ja, also es war, ich finde ja, auch das ist ja der Ich-Journalismus, wenn man so sagen will. Er hat ja auch sein Gutes. Manche eben sagen nein. Ich bin immer, wenn einem was selber widerfährt, dass man ungerecht findet, dass man, und das dann in einen quasi wichtigen Text bringen kann, dann finde ich das total wertvoll. Ich spreche jetzt damit nicht, kann ich auch gerne kurz dissen, über Moritz von Uslar Texte. Da geht es ums Ich. Mir geht es meistens um Dinge, die was bewirken wollen. So. Und ja, und ich bin über eine ja, eigene Erfahrung in der Vergangenheit mit einem Lehrer, mit einer Lehrkraft, mit einer Lehrperson ja, auf diese Sache gestoßen. Später ist mir das nochmal bei der Arbeitsagentur passiert. Und ich habe das, ja, und ich an meiner Person kann ich diverse Hürden erkennen, die man in Bildungsverläufen einfach normalerweise nur theoretisch sichtbar macht. Ich wollte die praktisch sichtbar machen durch einen Text und ein Buch. Manchmal hört man von Menschen, meistens diejenigen, die eher nicht solche Hürden zu überwinden hatten, hört man, Mensch, ihr müsst doch nur wollen. In diesem Land geht doch alles. Und wenn ihr euch ein bisschen Mühe gebt und das ernsthaft betreibt, euch stehen doch alle Wege offen, alles sind Ausreden. Was antwortest du Menschen, die das sagen? Da antworte ich Ihnen das Gleiche, was Menschen sagen, die derzeit nicht auf Statistiken gucken und Querdenker sind. Es gibt immer wieder, also es gibt Ausnahmen und die sind nicht die Regel. Klar haben wir eine Frau als Bundeskanzlerin, wir haben Gerhard Schröder, der das mal geschafft hat, wie man so schön sagt. Die haben wir alle, aber wenn man immer nur die
Ausnahmen ins Schaufenster stellen, ja, dann können wir das weitermachen, aber es ist halt einfach eine Verdrehung der Statistiken. Und da sollten wir Journalisten, egal ob FAZ, Zeit oder Taz, nicht mitmachen. Mhm. Herzlichen Dank erstmal, Chang. Und da kommt dann auch Begabtenförderung schon ins Spiel. Da kommen Programme ins Spiel, die auch Menschen helfen wollen, aus dem Potenzial, was sie haben, mehr machen zu können, auch über Hürden hinweg. Du bist Geschäftsführerin von Schoschdeck. Was ist das genau? Ja, Schoschdeck ist ein, hallo erstmal in die Runde, schön, dass ich hier dabei sein kann. Ja, Schoschdeck ist ein Begabtenförderungsprogramm hier in Hamburg. Wir fördern Studierende und Young Professionals, also junge Berufstätige mit Migrationsgeschichte, die in Hamburg, Lüneburg und Lübeck studieren oder arbeiten. Und die Idee dahinter entstand eben genau das, was Marco angesprochen hat. Menschen, also häufig Jugendliche oder auch Menschen mit Migrationsgeschichte haben mehr Hürden zu überwinden, um bildungserfolgreich, um berufserfolgreich zu sein. Und mit unserem Programm unterstützen wir relativ frühzeitig im Studium, durch das Studium hinweg, sei es nun durch, wie geht wissenschaftliches Arbeiten, wie baue ich einen wissenschaftlichen Text auf oder Workshops, Mentoring, Vorbilder, die sich wiederum um im Buddy-System, um die Gehirn kümmern und letztendlich auch Werbungsberatung für diejenigen, die in den Beruf reingehen. Und das ist auch ein berufliches Netzwerk, um sich gegenseitig zu empowern, aber andererseits, um diese Hürden ein wenig abzubauen, abzumildern. Du hast dich auch viel auch in deiner Forschung schon beschäftigt mit Mehrsprachigkeit, Bildungsverhalten, auch der vietnamesischen Diaspora in Deutschland. Und da geht es dann natürlich auch um Fragen wie Herkunftssprache als Bildungsressource. Welche Rolle spielt Bildung in vietnamesischen Einwandererfamilien in Deutschland? Ja, also ich könnte jetzt einsteigen in das Stereotyp, sage ich jetzt mal, weil unter migrantischen Bevölkerung gibt es ja dieses Stereotyp, ja, Ostasiaten sehr bildungserfolgreich, hohe Bildungsaffinität und vielleicht türkische Familien eher weniger. Und in der Hinsicht müssen wir das fein differenzieren, weil da gibt es auch Unterschiede im sozioökonomischen Status. Und die Einwanderergeneration, die jetzt sichtbar wird und deren Kinder, das sind meistens in unseren Forschungsstichproben Menschen mit Abitur, also Gleichgesetzte mit Abitur, das heißt höheren Bildungshintergrund als vielleicht Menschen, die nur eine Grundschule von innen gesehen haben oder gar nicht lesen und schreiben können. Also die Bildungsvoraussetzungen sind hier da auch unterschiedlich und vielleicht spielt da auch Hyperselektivität hier eine Rolle. Die Wertigkeit, um das nochmal anzusprechen, was Andreas Steicher gestern in der Keynote gesagt hat, ist tatsächlich vielleicht auch kulturell bedingt oder auch, weil es keine Alternativen gibt, außer das Studium, weil es kein Ausbildungssystem wie hier in Deutschland gibt, tatsächlich ein einzelner Weg. Also man kann nicht diesem entkommen. Man muss in die Schule, man muss gut sein, um letztendlich Fuß fassen zu können im Beruf. Und diese Ausweglosigkeit und Alternativlosigkeit zwingt die Familien dann natürlich auch mehr zu investieren. Hilft denn das? Ist diese Haltung, die dann die Eltern an ihre Kinder weitergeben, hilft die dann tatsächlich auch in der Schule? Also oder setzt das eher unter Druck, so eine Haltung, wenn die von den Eltern kommt? Du hast nur diese Chance, Bildung, du hast keine andere. Ja, also von Druck kann man hier bestimmt, also von hohem Druck kann man hier schon sprechen. Am Beispiel jetzt, was ich in meiner Dissertation untersucht hatte, war Nachhilfe, die Nachhilfenutzung in den Familien. Und Nachhilfenutzung ist ja in verschiedenen Kontexten unterschiedlich konnotiert. Und wir wissen in Deutschland, Corona-Nachhilfe, die jetzt geplant ist, wird ja vor allen Dingen für Familien eingesetzt, die wirklich Defizite ausgleichen haben. Und im vietnamesischen Kontext wird Nachhilfe aber als Investition gesehen, um Leistung zu steigern, also zumindest was an unserem Stichbogen jetzt an Ergebnissen rauskam, oder halt gute Leistung zu halten. Und das ist ja eine Haltung, die sich widerspiegelt in Bildungsinvestitionen als Beispiel. Ja. Ganz spannendes Thema, also wie sozusagen auch das Elternhaus dann Haltung mitprägen kann. Herzlichen Dank erstmal, Chang. Und Sebastian Schmidt, du guckst von der anderen Seite aufs Elternhaus, du guckst sozusagen von der Schulseite als Lehrer. Du unterrichtest Mathematik, katholische Religionslehre, Informationstechnologie, bist Mitglied der Schulleitung an der Inge Eicher-Scholl Realschule und Leiter der Medienentwicklung. Und interessant ist bei dir dieses Thema Medienentwicklung,
neue Art zu unterrichten, das beschäftigt sich schon viele, viele Jahre. 2013, als andere, noch nicht mal irgendwie einen Rechner an ihrer Schule hatten. Ja, und das trifft wahrscheinlich auf etliche Schulen zu. Hast du dich schon ganz ausführlich damit beschäftigt? Warum? Ja, weil mir die Form des Unterrichts, so wie ich ihn gemacht habe, nicht mehr gefallen hat. Die Form meines Unterrichts war irgendwie so, oder wie er halt auch häufig dargestellt ist, die Schüler gehen in der Früh rein und warten erstmal ab, was der Lehrer so zu bieten hat. Und je nachdem, wie spannend es präsentiert wird, machen sie mit oder machen sie nicht mit. Und das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist aus meiner Rolle heraus, wenn ich meinen Unterricht so spannend wie möglich gemacht habe, habe ich die Guten irgendwie vernachlässigt und die Schlechten trotzdem nicht mitgemacht. Das heißt, ich habe mich so an einem Mittelmaß orientiert. Und dementsprechend, bei einer Mannschaft von 30 Schülern, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich individuell irgendwas betreuen kann. Und das zusammen im Paket wollte ich mich überflüssig machen. Also ich weiß nicht, ob ich es bis heute geschafft habe, aber ich wollte mich überflüssig machen, weil ich die Schüler einzelner betreuen wollte und weil ich gemerkt habe, dass Diversität und Heterogenität im Klassenzimmer einfach zu hoch ist, als dass man da einheitlich führen sollte. Und es hat sich gezeigt, dass die Schüler in ihrer Selbstständigkeit zwar noch nicht da sind, wo sie sein sollten, aber dass das ein so langer Prozess ist, dass es sehr lohnenswert ist, das in der Schule anzugehen. Und habe das mit zahlreichen Methoden, didaktischen Methoden, mit digitalen Elementen versucht, so zu gestalten, dass der Schüler möglichst selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten kann. Und jetzt, als ich vor 3 Jahren meine erste Klasse, also 2013, dann nochmal dazu befragt habe und als ich sie dann gefragt habe, und welche Methode und was fand er da so am besten und meine Videos und was weiß ich, war der Antwortsatz, den mir sehr viel mitgegeben hat: Herr Schmidt, Sie haben sich um uns gekümmert. Und ich glaube, ich will jetzt in 8 Jahren, was sich mein Unterricht verändert hat, genau das drüber schreiben. Ich versuche mich zu kümmern und ich versuche so wenig wie möglich zu lehren, sondern ich leite die Schüler an, sich selbst zu helfen. Und das ist mir ein wichtiger Punkt, der mir aber nicht immer gelingt. Und das hat am Ende gar nichts mit digital oder nicht zu tun. Da ist das Digitale dann ein Instrument, um dieses Kümmern hinzubekommen. Du bist 2019 zusammen mit dem Netzwerk von Lehrkräften, was du gegründet hast und andere gegründet haben, ausgezeichnet worden beim Deutschen Lehrerpreis, den ersten Preis in der Kategorie Unterricht innovativ. Aber so wie ich dich verstehe, geht es eben gar nicht unbedingt nur um die Unterrichtsmethode, es geht um die Haltung, die du vermittelst. Können Lehrer durch die entsprechende Haltung tatsächlich bei SchülerInnen Haltung ändern, verändern, beeinflussen? Ja, mein Opa ist Lehrer, meine Eltern sind Lehrer und mein Opa, jetzt 94, sagt immer, so wie du in der Wald Nei schreist, so kommst du halt auch zurück. Und wenn du vorbildlich als Lehrer in deine Klasse reingehst, dann machen die am Schluss alles für dich. Ja? Dann sehen die, der kümmert sich um mich, der macht was für mich. Und dementsprechend glaube ich, dass man mit seiner Einstellung da sehr, sehr viel bewegen kann. Und ich glaube, man muss, ich hab gestern so einen wunderbaren Satz gehört, was eigentlich einen guten Lehrer ausmacht. Und da hat, in einem Podcast kam das, jeder sollte in jedem einen Lehrer sehen. Also ich auch als Lehrer sollte in allen anderen einen Lehrer sehen. Und ich sollte jedem einen Lehrer sein wollen. Und das ist dann in der Perspektive auch wieder andersrum. Ich lerne von euch Schülern, ihr lernt was von mir. Das ist eine wechselseitige Beziehung. Das ist nicht ein Trennen und ein Vergleichen und Benoten. Ja. Marco, aus deiner Beobachtung heraus, gibt es genug solche Lehrer, die so handeln, wie Sebastian das gerade beschrieben hat? Inwiefern ist das Problem, das du in der Gesellschaft beschrieben hast, auch ein Problem unseres Bildungssystems? Also es ist jetzt auch keine originär meine Beobachtung, ich weiß, es gucken viele Lehrer, Lehrerinnen zu, da machen ganz viele ganz gute Arbeit, aber meine Beobachtung war doch, dass sich die auch eher weniger Lehrer und Lehrerinnen damit auseinandersetzen sozusagen, sondern dass sie, und liegt aber vielleicht manchmal so gar nicht an ihnen, sondern auch in die Strukturen, in die sie reinkommen. Bedeutet ja, da muss ja eine Struktur einer Schule muss ja so weit möglich sein, dass junge Kollegen zum Beispiel oder Änderungswünsche, dass die dann auch gesehen werden und dann auch gemacht werden können, sozusagen. Mhm. Im Unterricht selbst hat ja mittlerweile jeder halbwegs noch Gestaltungsmöglichkeit, aber dennoch gibt es da, also das, was ich erlebt habe, jetzt, das ist natürlich schon lange her, aber ich war ja auch in sehr vielen Klassen und habe mir das dann auch nochmal angeguckt als Reporter und so weiter, da muss man schon sagen, da gibt es noch einige, Hürden, was das angeht, aber man muss dann aber sie auch wieder in Schutz nehmen, weil natürlich ist eine Schule ja nur ein Rädchen in einem größeren Konstrukt. Bedeutet, wenn das Schulsystem in Deutschland generell, da dann wieder die Bundesländer, wenn da natürlich Schwierigkeiten stattfinden, dann irgendwie trägt sich das natürlich in Schulen und trägt sich am Ende vielleicht im Zimmer fort. Also
Chang, du hast eben ganz empathisch genickt, auch als es darum ging, dass es noch, ich sag mal, vorsichtig noch mehr Lehrkräfte geben könnte, dass aber auch die Umstände dazu führen, dass es gar nicht so einfach ist, so eine Haltung zu entwickeln. Ist das auch deine Beobachtung? Ja, tatsächlich. Also ich stimme meinen Vorrednern sehr, sehr zu. Also gerade was die Haltung angeht und das Engagement seitens der Lehrkräfte ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und ich sag mal, ich hatte in meinem Leben das Glück gehabt, an die richtigen Lehrerinnen zu kommen, die in mir etwas gesehen hatten, was ich selbst gar nicht so sehen konnte und mich gefördert hatten und sich um mich gekümmert hatten. Mhm. Und tatsächlich, ich wüsste nicht, ob ich hier stehen würde und unter diesen vielleicht weniger als 1% Menschen aus nicht-akademischer Haushalt, die promoviert oder promoviert wird, hier stehen würde. Ich denke, ja, sehr viel individuelles Engagement und ich würde mir halt auch seitens der Bildungspolitik oder letztendlich wissen wir alle, dass große Sparmaßnahmen also in die Bildung letztendlich das beeinflussen, die Arbeitsbedingungen von vielen Lehrkräften, die sich wirklich engagieren wollen, aber eben nicht können. Und wir sehen auch jetzt in Zeiten von Corona und in Krisenzeiten, ja, die Defizite richtig aufklappen. Mhm. Und Bildung kommt nicht first, sondern irgendwie gefühlt last. Mit all den Kindern und den Familien, die jetzt dranhängen. Ja, also dementsprechend. Mhm. Marco, du hattest eben... Danke. Ja, ich wollte nochmal einhaken. Einerseits ganz frisch, weil ein paar Kommentare kommen, es machen auch Lehrer gute Arbeit. Ja, es machen auch Lehrer gute Arbeit, das ist richtig so. Andererseits wollte ich sagen, es kommen ja, also wir sprechen ja oftmals vielleicht um Schüler, Schülerinnen aus vielleicht eher instabilen Verhältnissen. Um die geht es ja mir zumindest vor allem so. Mhm. Und da ist eben ein guter Lehrer umso wichtiger, weil er für Stabilität und damit auch für also die sind ja Kinder ohne oftmals, wie man sagt, so quasi angeborene Resilienz, weil einfach sozusagen da was ja auf der Strecke geblieben ist. Mhm. Aber durch einen stabilen Lehrer, also oder man kann es auch mit, hier steht Amore, also mit jemandem, der was gibt den Kindern, ja, kann man da zumindest eine Art von Stabilität. Ja, und das ist sehr wichtig. Und deswegen, Sebastian Schmidt, ich glaube, der ist insofern da auf dem richtigen bayerischen Schiff sozusagen. Und ja. Ja, ich will da vielleicht auch nochmal was ergänzen, weil das hat man jetzt, glaube ich, während der Corona-Zeit auch gemerkt, da haben plötzlich alle auf Schule geschaut und Bildung. Und wenn man aber hingeschaut hat, dann ging es meistens ums Stoßlüften oder sonst irgendwelche Sachen. Und tatsächlich ging es eigentlich nie um die Art und Weise, wie unterrichtet wird. Und ich vergleiche das mit mir und meinen Kollegen. Wir sind alle in einem Wahn, Unterrichtsmaterial zu erstellen. Ja? Also Content zu erstellen, könnte man auch sagen. Jetzt halt digital und manchen frisst es halt die Zeit auf. Und man muss sich überlegen, was am Schluss bei einem Schüler hängen bleibt. Bleibt der Content beim Schüler hängen? Ja. Oder bleibt es hängen, dass ich der Begleiter bin? Und wir sind in einer Kooperation von 50 Lehrern und erstellen unseren Unterricht kooperativ. Das heißt, wir sind im September mit unserem Material fertig, ja, und haben ein Jahr lang Zeit, die Schüler zu begleiten. Und das muss man, ja, sich, glaube ich, tatsächlich auch, muss ich die Bildung drüber schreiben. Wir sind nicht diejenigen, die Content erstellen, sondern wir sind diejenigen, die die Schüler einen Schritt nach vorne bringen, jeden Tag. Das funktioniert 100 Tage nicht, aber am 101. Tag muss man da sein. Sebastian, was sagst du denn denjenigen, die mit Recht einwenden, das System engt uns ein? Wir können so vieles nicht tun. Die Gesellschaft, das Bildungssystem, die Verwaltung, die Behörden engen uns ein. Das stimmt ja auch. Was sagst du denen? Ja, also mich engt es nicht so ein. Ich habe sehr viel pädagogische Freiheit in dem, was ich tue, aber ich weiß, was damit gemeint ist, denn unser System ist darauf aufgebaut, dass wir vergleichen und trennen, ja, weil wir früher uns leisten konnten, dass wir einen gewissen Prozentsatz bloß in Führungspositionen bringen mussten. Und heutzutage sind die Jobs so facettenreich, dass wir eigentlich 100% auf dasselbe Niveau bringen sollten. Und damit ist natürlich dieses System, was wir haben, eher weiterhin mit Benotung, auch Trennung und so weiter ausgelegt, sodass wir nach und nach erst einen ganz schweren Karren versuchen umzulenken. Und da passiert tatsächlich bei Lehrern sehr viel. Tatsächlich besteht auch sehr viel pädagogische Freiheit. Aber in der Art und Weise, das haben wir schon immer so gemacht, das müssen wir doch nicht mehr ändern, blockieren wir uns natürlich auch in der Haltungsfrage sehr stark. Mhm. Ich darf zwei Sachen kurz sagen. Gerne. Eine Sache ist zu deiner Frage. Meine Deutschlehrerin, eine sehr gute, die hat immer gesagt, ich achte nicht auf die Rahmenbedingungen, ich mache meinen Unterricht und das war so ein Punk-Gedanke, wenn man so will. Und in schlechten Rahmenbedingungen kann es gute Lehrer geben, und die gibt es auch. Also man kann die auch ignorieren, so gut es geht. Sie hat damit im Lehrerkollegium Probleme damit bekommen, das ist dann leider auch der Fall. Aber es ist möglich. Und dann kam noch, und das finde ich ganz interessant, weil dann will ich einfach was dazu sagen, eine
Zuschauerin hat geschrieben, Bildung ist ein gemeinsamer Auftrag von Schule und Elternhaus. Man kann das so sehen, man kann aber auch sehen, dass es diverse Elternhäuser gibt, die einfach überfordert damit sind. Und deswegen würde ich dem bitte nicht den schwarzen Peter zuschieben, sondern einfach sagen, nee, genau die brauchen es nämlich. Und die sehen das auch gar nicht und die sind überfordert mit ihrer Lebenssituation, ja. Und da gehört leider auch dieses Kind dazu oder diese Kinder, die sie haben. Und deswegen ist es dann umso wichtiger, dass alles andere funktioniert, weil die Elternhäuser da nicht stabil sind. Ja. Marco, jetzt hast du gerade das Publikum schon angesprochen. Das läuft hier immer munter durch, die Kommentare, Fragen aus dem Publikum, sehr aktiv. Matthias Bunk, vielleicht schaltest du dich mal kurz dazu. Und dann, du hast ja jetzt beobachtet, was dort in der Leiste die ganze Zeit langgelaufen ist an Kommentaren. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen, vielleicht, was wird diskutiert? Und vielleicht such ein, zwei Fragen aus, die du uns weitergibst noch. Ja, wir haben eine sehr rege Diskussion im Chat tatsächlich. Sehr viel Zustimmung zu den Thesen der Referentinnen und Referenten. Und ein paar konkrete Rückfragen tatsächlich. Ich pick mal eine raus, ja. Direkt an Herrn Schmidt. Da fragt ein Teilnehmer, wie schaut es denn aus? Wie haben denn die Kollegen und Kolleginnen im Kollegium reagiert auf die innovativen Methoden und das weitergesponnen? Welche Tipps gibt es denn vielleicht, um das Kollegium mitzunehmen bei dem Weg in die Zukunft? Die Frage ist sehr, sehr differenziert zu beantworten, weil tatsächlich habe ich sowohl als voll Zustimmung als auch Kritik natürlich bekommen, weil ich bin so ein Optimist, wenn ich was gut finde, müssen es die anderen auch gut finden. Und das kommt natürlich nicht bei jedem gut an. Das heißt, manche waren da etwas kritisch gegen mir gegenüber. Mein Clou, um es auf den Punkt zu bringen, du musst die Bühne, die du dir selber gibst, auch anderen verschaffen. Das heißt, du musst als Schule in eine kooperative Schule werden. Wenn du am Schluss sagst, ich bin die Schule und alle anderen machen eh was Komisches, ja, dann wirst du nie irgendwann in der Bildung was bringen. Und so geht es natürlich auch mit deiner Klasse. Du kannst nicht irgendwie einen nach oben peitschen und sagen, schau, mein Unterricht funktioniert, sondern du musst immer schauen, dass 30 ordentlich in ihren Bahnen, in ihren individuellen Möglichkeiten funktionieren. Und so geht es auch bei jeder Schule so. Du brauchst eine kooperative Schule am Ende und nicht irgendwie einen Leuchtturm, der da glänzt und zeigt, wie es gehen könnte. Das bringt überhaupt nichts. Matthias, wir haben noch Zeit für eine zweite Frage, wenn du möchtest. Ja, gerne. Wir haben noch sehr viele Diskussionen auch und Beiträge über die Rolle der Lehrkraft. Jemand sagte, wir haben eigentlich viel mehr Gestaltungsspielraum, als wir denken. Andere sind da eher skeptisch, sagen, naja, das System hindert uns daran. Kann man denn Anreize schaffen? Das geht vielleicht an alle drei Diskutanten. Wie kann man Anreize schaffen? Auch von außen, braucht es mehr Preise, braucht es Boni für Lehrer, die besonders hervorstechen? Welche Ideen gibt es? Dann frage ich doch gerade mal die Nicht-Lehrer, was sie glauben, wie man Lehrer noch stärker motivieren kann. Chang? Also ich denke tatsächlich, diese Unterstützung, die Lehrerinnen und Lehrer den Schülerinnen geben, dann sollte man halt auch auf Seiten der geldgebenden Institutionen als Anreiz geben. Also jede Schule, jeder Lehrer oder jede Lehrerin weiß, was sie brauchen. Und wenn Sie sagen, Sie brauchen jetzt noch einen Tandemlehrer oder irgendwie einen Assistent oder mehr Material oder einen Lüfter, ja, und das Geld ist da, um Ihren Freiraum auch wirklich umzusetzen, wenn der Wille da ist, ja, das sollte es mehr geben, meiner Meinung nach. Marco? Ich finde diese Frage total schwierig, also, Also deswegen tue ich mir da jetzt wirklich mal schwer, mir da jetzt eine Antwort zu geben. Also das ist einfach eine schwierige Frage. Also hast du das Gefühl, dass die falsche Frage ist, weil wenn man Lehrer wird, muss man aus sich selbst heraus motiviert sein? Ich finde, egal welchen Beruf man treibt, sondern sollte aus sich selbst motiviert sein. Ich bin auf Lehrer und Lehrerinnen getroffen, die waren das nicht, aber das passiert in jedem anderen Job auch und sie werden auch vielleicht das ein oder andere Mal entmutigt. So. Aber Anreize, wie das klingt ja auch so ein bisschen sehr kapitalistisch, vielleicht ist es eine Art, vielleicht helfen Boni-Systeme, wie in der freien Wirtschaft auch, aber ich kann mir das schwer jetzt vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht willst du aber auch auf einen Punkt hinweisen, du sagst, also ich gebe jetzt mal die Frage zurück, was siehst du denn? Ja, ich kann das ja ganz locker sagen, das war eine Frage im Chat,
Insofern lassen wir es vielleicht einfach auch dabei, weil ich das durchaus auch wichtig finde zu sagen, hey, ich verstehe die Frage so gar nicht oder ich finde, das ist zu kapitalistisch gedacht oder was auch immer. Nochmal ganz kurz an Sebastian gefragt, was würde dich denn noch zusätzlich motivieren? Oder bist du einfach so aus dir selber heraus motiviert, du brauchst das alles gar nicht? Ja, ich bin tatsächlich so motiviert, es ist wurscht, was man mir für Preise gibt oder sonst irgendwas, ich tät immer so weitermachen. Aber der Preis hat geholfen, der Deutsche Lehrerpreis, glaube ich. Ja, aber seitdem haben wir auch nichts mehr gemacht, also die Arbeit war davor. Ich würde es zurückspiegeln auf die Schüler, ne? Wie kriegst du die Schüler motiviert? Das kriegst du kriegst du mit einer Tafel Schokolade motiviert, aber vielleicht für 10 Minuten und danach ist die Motivation wieder vorbei. Die große Motivation für jeden in seinem Leben irgendwo heranzukommen, du musst sie irgendwann mal zum Brennen bringen, du musst irgendwann mal Wirksamkeit erzeugen. Und diese Wirksamkeit wird nur dann erzeugt, wenn man Kontakt hat, zuhört, wenn man sich gegenseitig austauschen kann. Das heißt, man braucht an Schulen viel mehr die Möglichkeiten, dass die Lehrer sich gegenseitig beweihräuchern oder gegenseitig sagen können, Gelingensbedingungen aufstellen können. Und dafür brauchen sie Zeit, dass sie miteinander über solche Dinge auch positivst angeleitet gecoacht werden können. Und das ist auch ein Punkt, Lehrer muss ein Coach sein, weniger Belehrer oder Lehrer, sondern eher Coach. Und dementsprechend müssen wir Lehrer auch gecoacht sein, wie wir dieses Vorbild weitertragen können. Und ich glaube, da ist viel Wirksamkeit für uns notwendig, um diese Wirksamkeit weiterzugeben. Interessant, jetzt haben wir die halbe Stunde eigentlich sehr viel über Lehrer gesprochen, Lehrerinnen gesprochen und gar nicht so viel über Kinder und Jugendliche. Das passt aber, weil ja das letzten Endes das Gelingen von Bildung ja bei den Lehrkräften anfängt und wir darüber geredet haben, wie eine Vorbild- und vorbildliche Haltung dazu führen kann, dass es am Ende für Kinder und Jugendliche leichter wird, ihren Weg zu gehen. Und insofern fand ich das sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank, Sebastian Schmidt. Herzlichen Dank, Chang Schwenke-Lamm. Und herzlichen Dank, Marco Maurer.